Moin Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Just Lifestyle. Dein Kanal mit Motovlog und Lifestyle geht frisch aus Hamburg hier aus dem neuesten Salon von OC in der Speicherstadt. Und ja, ihr seht ja schon das Endergebnis. So, ich bin hier zum Wechselservice bei OC und genau, wie das Ganze mal abläuft, wolltet ihr ja schon längst haben. Ihr kriegt jetzt dieses Video zu, hab ab und zu auch ein Voice-Over draufgelegt mit ein paar Tipps für euch, wo ich vielleicht noch mal ein bisschen was erkläre. Und viel Spaß mit dem Video und dann seht ihr ja gleich ja, das Endergebnis, aber wie es dazu gekommen ist, und haut rein. So, wie immer natürlich gute Laune hier am Start bei OC. Und genau, jetzt wird erstmal das Haarsystem quasi vom Kopf entfernt. Und ich weiß noch, an dem Tag, als wir das Video gedreht haben, war das super heiß. Und ja, deswegen halte ich mir gerade hier ein Tuch vors Gesicht. Nicht, dass der System Remover mir in die Augen läuft. Genau, und so wie bei jedem Wechsel, ihr könnt es ja hier sehen, wird das Haarsystem einfach von der Kopfhaut gelöst und dann natürlich gleich im Anschluss gereinigt. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Schritt. So Freunde, Haarsystem ist erstmal runtergenommen. Jetzt geht es erstmal runter in die Werkstatt, wo das System quasi sauber gemacht wird. Und ich gehe gleich hier vorne auf den wunderschönen Stuhl, dann wird die Kopfhaut gesäubert, gewaschen, Haare werden nachrasiert und dann bin ich gleich wieder hier auf diesem Stuhl. Und ich hoffe, dass wir gleich noch ein paar Fragen vielleicht klären können oder ich nachher im Voice-Over. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein oder schreibt mir an die DM unten rein. Das Schönste bei so einem Wechselservice ist eigentlich mit, wie ich finde, das Waschen der Kopfhaut. Und ja, danach wird das Resthaar oder die Haare, die nachgewachsen sind, abrasiert. Und natürlich dann die Skin Mask darf nicht fehlen, dass da einfach mal die Kopfhaut ein bisschen gepflegt wird zusätzlich. Und währenddessen schneide ich mir mal gerade nochmal schön die Seiten und dann sind wir auch schon fast fertig. So Freunde, wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare mit oder schreibt mir eine DM. Ihr wisst ja, ihr kriegt eigentlich im Schnitt sofort auch eine Antwort innerhalb von 24 Stunden und genau. So, Malik hat in der Zeit mein Haarsystem, was gereinigt worden ist, dann mit neuen Tapes beklebt. Und jetzt kommt, ja, was ich halt immer ganz gerne mag, der Hold Extender auf die Kopfhaut. Und danach wird das Haarsystem, ihr werdet es gleich sehen, ausgerichtet. Also guckt, ob die Höhe der Front passt. Natürlich übrigens, ne, hier nochmal kalt trocken föhnen, nicht warm, sonst wird es eben flüssig. Auch wenn ihr Lace habt und ihr macht vorher zu Hause auf die Lace den Skin Protector drauf, immer kalt anfühlen, nicht warm anfühlen. Genau, wie gesagt, das Haarsystem wurde quasi angepasst und dann wird es drauf gemacht und dann seht ihr ja gleich, wie ich wieder mit Haaren aussehe. Ist jetzt auch noch drauf und
Ja, ich finde, das Haar ist nass gemacht. Nur mal so ein Tipp, wenn ihr zu Hause Spraycare auch verwendet, sprüht euch das, so wie Malik das macht, so weit es geht, weg vom Kopf, damit ihr einfach überall, also das gesamte Haarsystem mit dem Spraycare quasi erreichen könnt und nicht nur punktuell. Das ist ja auch ein Tipp, den Malik dann sowieso immer auch ganz gut weitergibt, und natürlich möchte ich euch den auch weitergeben. Genau, hier stylt Malik mir jetzt das Haar, und dann sehen wir uns nochmal gleich zum, ja, kleinen Fazit ja immer wieder. Also wie gesagt, viel Spaß und bis gleich. Wechselservice für euch. Das ist das Endergebnis. Ich bin, wie gesagt, zufrieden wie immer, und ist ja auch meine gängige Frisur. Wenn ihr Fragen habt, alles mit in die Kommentare. Schreibt gerne auf Instagram mir eine DM, und ansonsten habt einen schönen Tag. Vielen Dank für euren Support. Der ist immer mega, und haut rein und haut rein. Ciao.